So, wir melden uns hier wieder von der zentralen Endrunde der Schachbundesliga in Berlin. Jetzt habe ich hier den Großmeister Matthias Blühbaum bei mir. Matthias, du spielst für Werder Bremen. Da sieht man natürlich auch schön hier an diesem grünen Shirt. Ich muss sagen, die gefallen mir immer sehr gut. Die Saison lief für dich so ein bisschen so lala. Und jetzt gerade die Partie Remis gegen König Tegel. Fass mal so ein bisschen das Wochenende aus sportlicher Sicht für dich jetzt zusammen. Ja gut, also ich habe gestern gewonnen mit Weiß gegen einen anderen 2-6er, damit bin ich sehr zufrieden und heute hatte ich wieder, glaube ich, sehr, sehr gute Gewinnchancen. Also ich vermute, dass ich irgendwo einen Gewinn verpasst habe, aber deswegen bin ich natürlich sehr unzufrieden mit dem Remis, aber an sich ist es jetzt kein dramatisches Ergebnis. Du bist natürlich so ein bisschen jetzt auch in den Fokus gerückt der deutschen Schachszene, natürlich, weil du auch bei den Grenke Chess Classic mitgemacht hast, als einer der beiden deutschen Spieler, zusammen mit Georg Meyer. Das war für dich natürlich erstmal, ja, einerseits natürlich ein super Ereignis wahrscheinlich, so mit den ganzen großen Stars, mit Carlsen, Remis gegen Carlsen direkt in der ersten Partie, aber dann insgesamt lief es vielleicht wahrscheinlich nicht so, wie du es vielleicht erhofft hast. Ja, also ich war nicht wirklich zufrieden. Also generell war ich nicht wirklich mit dem Schach zufrieden, was ich gespielt habe. Also ich habe relativ langsam gespielt und auch nicht unbedingt immer die besten Züge gemacht. Und gut, im Endeffekt 2 aus 7 ist kein absolut schreckliches Ergebnis, aber ich hätte doch deutlich gerne mehr Punkte gehabt und bessere Partien gespielt. Woran hat es gelegen aus deiner Sicht? Georg Meyer zum Beispiel hat gesagt, beim ersten Mal ist es sowieso natürlich extrem schwierig, natürlich in so einem Haifischbecken dann zu bestehen. Ist das so ein bisschen der Grund, dass du auch noch langsamer gespielt hast als sonst vielleicht? Ich vermute mal, dass es daran liegt, weil jetzt hier am Wochenende spiele ich nicht so unfassbar langsam. Ich vermute mal, dass es wirklich an den Gegnern lag, dass ich halt versucht habe, noch immer die Züge 5-mal zu überprüfen, anstatt einfach zu ziehen. Und es kostet natürlich viel Zeit. Man zollt solchen Leuten wahrscheinlich auch viel mehr Respekt und glaubt ihnen wahrscheinlich auch viel mehr, ne? Ja, gut, ich hoffe, den kann ich jetzt langsam ablegen, wenn ich halt mehr solche Turniere spielen kann. Das ist das Stichwort, ne? Nee, mehr Turniere, das kommt schon im Sommer, nämlich das Sparkassen-Chess-Meeting. Das Teilnehmerfeld wurde letzte Woche veröffentlicht und neben Livio Di Tenesipiano, der die Nummer 1 in Deutschland ist, bist du dabei, die Nummer 2 in Deutschland. Also direkt das nächste Superturnier für dich. Ja, wie gehst du in dieses Turnier jetzt nach der Erfahrung mit der Grenke Chess Classic? Na gut, also ich hoffe, dass ich es auf jeden Fall besser machen kann als da und ist natürlich schwer vorherzusagen, aber ich versuche halt einfach so gut zu spielen wie möglich und einfach auch hauptsächlich schneller zu spielen. Machst du eine spezielle Vorbereitung? Hast du irgendwie so auch Sekundanten, Trainingspartner? Wie läuft überhaupt dein Training ab irgendwie? Also gut, Sekundanten habe ich eigentlich nicht. Also ich trainiere manchmal mit anderen deutschen Spielern zusammen, aber ansonsten, also gut, jetzt in Dortmund werde ich gucken, da kann man natürlich sehr gut spezielle Vorbereitungen machen, weil es schon komplett ausgelost wurde. In Baden-Baden wurde es ja erst dann kurz vorher ausgelost und dann ist es immer sehr schwierig, sich vorher viel vorzubereiten. Und hier in Dortmund werde ich halt gucken, ich habe ja jetzt noch einiges an Zeit. Ich habe natürlich jetzt im Moment Semester, aber werde trotzdem gucken, dass ich hin und wieder mal mich ein bisschen vorbereite auf die Gegner. Du hast angesprochen, du studierst ja in Bielefeld Mathe. Wie vereinbarst du jetzt das Studium mit deiner Schachkarriere? Weil du bist ja mit deiner Elo-Zahl inzwischen schon in einen Bereich vorgedrungen, wo man sagen kann, das gehört schon zur erweiterten Weltspitze. Top 100 fast, ne? Fast. Also nochmal, wie vereinbarst du das und welche Ziele setzt du dir noch im Schach selbst? Oder möchtest, kommt das für dich eigentlich noch als Beruf in Frage oder ist das eher so weite Ferne und sagst, nee, ich mache lieber mein Studium und dann schaue ich mal? Ja gut, also ich versuche schon so gut wie möglich zu vereinbaren und da ist natürlich jetzt gerade letztes Jahr schachlich sehr gut für mich lief, will ich jetzt schon mal gucken, dass ich jetzt das Studium nicht zu sehr übertreibe, sondern halt lieber auch ein bisschen jetzt im Moment gucken, wie es schachlich läuft. Also natürlich will ich das Studium nebenher weitermachen und erstmal bis zum Bachelor weiter studieren und dann gucke ich auf jeden Fall nochmal, aber meine schachlichen Ambitionen sind nach wie vor da und würde natürlich gerne Richtung 2-7 weiterkommen, wenn es irgendwie... Also es macht dir schon Spaß, ne? Du könntest dir vorstellen, wenn du 2-7 hättest, auch als Profi unterwegs zu sein. Könnte ich mir durchaus vorstellen, zumindest für ein paar Jahre, aber muss halt erstmal gucken, wie es jetzt weiter schachlich läuft. Ja, dafür wünschen wir dir natürlich alles Gute, viel Erfolg, auch in Dortmund, natürlich auch für alle weiteren Turniere und vielen Dank fürs Gespräch, Matthias. Gerne.